Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Heute geht es um das Thema Prozesse eher, und zwar wie man sich ständig verbessern kann, wie man wirklich jeden Tag ein kleines bisschen besser werden kann. Ich denke, das sollte Ziel von uns allen sein. Sie kennen es vielleicht auch, es wird immer wieder gemeckert, was alles schlecht läuft von den Mitarbeitern. Aber im Grunde finden die Mitarbeiter es dann doch ganz gut, wenn sich nicht ständig etwas ändert. Wenn mal einfach die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ja? Beständigkeit und Routine geben einfach Sicherheit. Das muss man so akzeptieren. Natürlich ist die ganze Welt und vor allen Dingen auch ihr Unternehmen ständig im Wandel. Der Wettbewerb macht es notwendig. Aber dennoch ist der Mensch so gestrickt, dass er auf Beständigkeit aus ist. Und Veränderungen verunsichern dagegen. Wenn diese Verunsicherung sogar in Angst übergeht, kann das sehr lähmend wirken. Also Angst um den Erhalt des Arbeitsplatzes, Angst, welche Aufgaben werde ich nächsten Monat übernehmen? Wir machen hier eine Umstrukturierung. Werde ich noch weiterhin diese Aufgaben, die ich jetzt habe, in der ich routiniert bin, in der ich mich gut auskenne, weiterhin übernehmen? Oder werde ich was völlig Neues lernen müssen? Das macht Angst. Ja? Vielleicht sogar ein Standortwechsel. Vielleicht ist der Standort des Unternehmens oder dieser Niederlassung in Gefahr. Das hätte womöglich sogar längere Arbeitswege oder einen Umzug als Konsequenz. Das löst natürlich Riesenängste aus. Aber wer sich nicht ändert, der wird verändert. Das heißt, egal, ob Sie jetzt immer mitmachen und jede Veränderung auch gerne mitmachen oder nicht, das hat keine Auswirkungen darauf, dass sich die Welt, dass sich das Unternehmen, dass sich der Markt einfach ändert. Da können Sie gar nichts gegen tun. Es gibt keinen Stillstand. Und wenn Sie sich für Stillstand entscheiden, indem Sie sagen, ich bleibe bei dem, wie es war, das war schon immer so, oder das war noch nie so, wer kennt nicht diese schönen Sprüche, die einem immer wieder entgegengeworfen werden, gerade auch von langjährigen Mitarbeitern. Es bringt nichts. Es ändert sich ja doch etwas. Und wenn sich der Mitarbeiter da nicht mitverändert, wenn der nicht mitzieht, dann wird er irgendwann seinen Job verlieren. Oder auf einen Posten gesetzt, wo er eben meinetwegen seine Routine weitermachen kann. Es wird aber eine eher langweilige Aufgabe werden, was ihn nicht wirklich herausfordert. Also dann landet er so auf dem Abstellgleis. Ja. Deswegen ist es wichtig, auch immer wieder an diesem Prozess, an diesem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dran zu arbeiten, täglich besser zu werden. Das ist wichtig. So kann man wettbewerbsfähig bleiben. So kann man kundenorientiert bleiben. So bleibt man am Markt und so behält man auch seinen Arbeitsplatz. Das heißt, stellen Sie sich doch einfach mal am Beginn des Arbeitstages folgende Frage. Was machen Sie, um heute besser zu sein als gestern? Und was unternehmen Sie morgen, um dann besser zu sein als heute? Eine ganz einfache Frage, die Sie aber auf den richtigen Weg bringen wird. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.